Was bedeutet NSFW? Besonders in Chats, Kommentaren oder Foren, also im schriftlichen Digitalverkehr, ist NSFW ein nicht ersetzbarer Begriff geworden. Aber was bedeutet er? NSFW ist ein Akronym für Not Safe for Work. Es gibt Versionen, in denen das Safe durch Suitable ersetzt wird, allerdings erfreuen sich die weniger Popularität. Verwendet wird diese Abkürzung, wenn man etwas sendet oder sich mit etwas beschäftigt, was unpassend für den Arbeitsplatz ist. Hierbei handelt es sich meist um pornografische Inhalte. Wenn ihr also das nächste Mal Nacktfotos per E-Mail versendet, solltet ihr NSFW als Betreff angeben. Für Sachen, die noch verwerflicher sind, kann man die Abkürzung NSFL verwenden, die sich von NSFW ableitet. Diese steht für Not Safe for Life. Die Entstehung. Ursprünglich kommt der Begriff aus der US-amerikanischen Erotikszene. Er verbreitete sich dann hauptsächlich über Blogger und Foren und findet mittlerweile großen Gefallen bei der internetaffinen Jugend. Ich hoffe, ihr habt mal wieder was Wichtiges für euer Leben dazugelernt. Abonnieren und bewerten nicht vergessen. Ciao!